The solution for humanity. Peace is what we need for you and me. Peace, the solution for humanity. Eternally, oh peace. Peace is what we need, oh peace, oh peace. Open your eyes, your heart, your mind. Seek the truth and you will find. The day is clear from night, as darkness is from light. A world without war, hatred or crime. Live inside by side, divided we fall. Let's stand and Ashhadu an Muhammadan Rasulullah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Erstmal an die Geschwister im Islam, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und Alhamdulillah, ich bin richtig froh, heute bei euch zu sein. Das könnt ihr mir glauben. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Leute kommen, weil wir waren schon so lange nicht mehr in Hamburg gewesen. Okay. Am besten, ihr stellt euch ein bisschen so hin. Ja? Okay. Ach, du auch noch. Ihr auch. Sechs. Allahu Akbar. Sechs, das sind eigentlich sieben. Schwester, komm mal hier rüber. Komm mal hier rüber. Schau. So. Komm du mal ein bisschen so nach vorne, damit wir im Halbkreis stehen. Gibt's noch jemand, der Islam annehmen will? Dich kriegen wir auch noch. Okay. Alle Einwände gegen die Frau im Islam in... Ihr müsst mal auf die Uhr gucken. Ich mache das heute ganz kurz, okay? Inshallah. Okay? Wer stoppt die Zeit? Das sind neun Punkte sind es. Neun Punkte damit haben, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Das Problem liegt mehr, warum darf der Mann vier Frauen heiraten, die Frau aber nicht? Weil hier ist es ja auch normal, dass zum Beispiel manche Leute in den Swingerclub gehen. Kennt man ja, ne? Gabi und Hans-Peter gehen in den Swingerclub. War mal eine Abwechslung gewesen. Also geht es darum, warum darf die Frau keine vier Männer heiraten? Wir sagen, der Mann darf gar keine vier Frauen heiraten im Islam. Stimmt gar nicht. Der Mann darf nur vier Frauen heiraten, wenn er sie gerecht behandelt. Und die Frau kann nicht vier Männer auf einmal gerecht behandeln. Punkt 2. Schlagen der Frau. Hier sagen wir ganz einfach. Erstmal, unser Vorbild ist der Prophet a.s. Und er hat nie eine Frau geschlagen. Und er hat gesagt, der Beste von euch ist der, der die Frauen am besten behandelt. Dritte Sache. Erbe. Die Frau, die Schwester erbt die Hälfte vom Bruder. Warum? Wenn du heute hier zum Sozialamt gehst, ja, und du hast 10 Kinder, kriegst du mehr Geld vom Sozialamt als jemand, der ein Kind hat. Warum? Du hast eine größere finanzielle Verpflichtung. Und der Mann hat eine größere finanzielle Verpflichtung, der Bruder hat eine größere finanzielle Verpflichtung als die Schwester, deswegen kriegt auch mehr vom Erben. Für die Verfassungsschützer, wo sind die überhaupt? Seid ihr hier? Wo seid ihr? Siehst du, die haben Angst vor mir. Okay, nächster Punkt, was haben wir noch? Im Islam. Ich bin hier, weil ich diese Religion, den Islam, liebe. Und weil ich Allah, den allmächtigen Gott, liebe und den Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, liebe. Und ich hoffe, dass ich euch heute einen kleinen Funken mitgeben kann, der in eurem Herzen oder in euren Herzen
zu einer Flamme wird, die für diese Religion brennt. Dass ich euch heute etwas mitgeben kann, damit sich die Liebe zu dieser Religion bei uns allen verstärkt. والحمد لله ولا إله إلا